Liebes Tagebuch, heute haben wir eine lange Diskussion über Meetings geführt. Nachdem der Matze die Segel gestrichen hat, die Weichzange, haben Matt Medon und ich beschlossen, dass wir uns ab jetzt jeden Tag um 12 schön ein Pikolöchen in den Kopf drehen. Das macht Sinn und die Sachen leichter. Haben uns rotzedicht darauf geeinigt, dass es wichtiger ist, eine offene Zigarrenlounge zu haben als Raucherboxen. Der Brandschutz war dagegen. Spalter. Haben die Dinger trotzdem nachts abgebaut und morgens um 12 zum Prosecco erstmal eine Belohnungskohiba weggequarzt. Die Bauleitung war schwer am Tilten und hat beschlossen, die 15.000 Brandmelder in die Tonne zu treten, wenn die Dinger unseren Rauch schon nicht bemerken. Wir beide hoch die Tassen und Grund genug, die Eröffnung auf nächste Woche zu verschieben. Ich finde, das ist eine vertretbare Lösung.